Hallo liebe Festgemeinde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stiftung Fuseltest. Heute wieder mit oberkörperfrei, weil heute Samstag ist. Und weil ich gerade aus der Dusche komme. Und es warm ist und ich keine Lust habe, mir was anzuziehen. Also, heute, ich hatte ja schon mal eine Weinschorle getestet und die ist jetzt irgendwie dann doch noch in meinem Kühlschrank gewesen. Und ja, ist nochmal so eine Bio-Weinschorle. Mit dem flotten Spruch, bringen die Weinschorle mit, wir müssen durchgestrichen, dürfen reden. Ich weiß nicht, ob die sich das bei 5.0 abgekupfert haben von den Festival, von der Festival-Edition, wo dann auch immer irgendwelche lustigen Sprüche drauf sind. Aber naja, wir hatten schon festgestellt, das Zeug kommt aus der Pfalz, ist ein Öko-Zeug, DRG geprüft, was überhaupt nichts heißt, weil DRG vergibt auch Goldmedaillen, ohne das Zeug zu probieren. Spätestens seit dem Kollegen Lege seinen investigativen Aktionen, den ich übrigens sehr schätze, ist das natürlich auch so ein Ding für den Verbraucherschutz. So, lange Rede, kurzer Unsinn. 6 Volumenprozent, 275 Milliliter und wieder diese eigenartige Ringpull. So, das hat jetzt Rosé. Es schmeckt glücklicherweise nicht ganz so nach Frostschutz wie der Weiße davon. Es ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, wow, das haut mich jetzt vom Hocker. Also es ist schön kalt. Es schmeckt ein bisschen nach Wein. Ja, das. Also wenn man Wein mag, ist einem das vermutlich ein bisschen zu schwach. Wenn man Wein nicht mag, ist einem das vermutlich ein bisschen zu viel. Da scheiden sich dann die Geister. Das ist so ja, wie beim Bier. Aber es schmeckt auf jeden Fall wesentlich angenehmer als der andere. Der hatte so einen öligen. Und das hat der hier nicht. Der geht auf jeden Fall frisch runter. Wie man in Hessen sagen würde, zischt wie Apfelsaft. Also gegen den habe ich jetzt erfreulich wenig einzuwenden. Ist jetzt trotzdem nicht unbedingt mein Lieblingsgetränk und würde ich jetzt außerhalb des Verbraucherschutzes eher auch nicht irgendwo kaufen wollen. Aber kann man auf jeden Fall machen, ist nicht eklig. Ist in Ordnung. Also wer Weinschorle mag, für den ist das sicherlich eine Alternative. Vor allen Dingen, weil halt ist ja auch ohne Pfand. Was ja auch immer mal so ein Ding ist. Allerdings, Glasflasche kann man auch nicht überall mit hinnehmen. In diesem Sinne kriegt das Ding von mir, würde ich sagen, einen zu 70% irrigierten Daumen, was finde ich ziemlich fair ist. Und ja, dann würde ich sagen. So, damit YouTube auch was zu motzen hat, hat man jetzt auch einen Nippel gesehen. Skandal! In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge Stiftung Fuseltest.